Herzlich willkommen bei Gospel Rap auf dem Weg in die Charts. Mein Name ist Simon S. Ich bin heute wieder im Studio bei David Lutschau und wir recorden die nächsten zwei Singles. Welche erfahrt ihr nach dem Intro? Gott gibt mir Kraft, macht mich mutig und stark. Ich komme von unten, geh nach ganz oben, ja. Gott segnet die Werke deiner Hände. Funu, funu, funu. Sei im Kleinen treu, Gott schenkt Überfluss. Bin berufen, rappe das Gospel, ja, für mich ein Muss. Ich lebe mit Jesus und du? Begleite mich auf dem Weg in die Charts. Simon S. mein Name. Yeah, Sims Hey. Yeah. Hier bin ich wieder. Dawn High ist die nächste Single, die wir heute recorden werden. Und einen zweiten Song, Nutze die Zeit, der auch auf dem anstehenden Album vertreten sein wird, beziehungsweise beide. Das Album David und Jonathan, welches am 11. Oktober diesen Jahres, also 2019, erscheinen wird. Ja, gestern, wir haben jetzt mittlerweile den 11. Juni. Vorgestern ist die Single Holy Spirit, unsere erste Single aus dem Album, erschienen. Falls ihr die noch nicht kennt. Ich packe die auf jeden Fall am Ende in den Vlog nochmal rein oder stöbert auf dem Kanal rum. Ja, super Feedback bekommen. Der Song kam super an. Auch nochmal vielen lieben Dank an das Gospelforum Stuttgart. Da durfte ich den Song am Pfingstsonntag zweimal performen. Und ja, der ist auf 13 Bibelstellen gegründet und ja, ein absoluter Segen meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass er auch bei euch so ankommt. Ja, jetzt gehe ich hoch ins Studio. Dave wartet schon. Ich hatte heute ausnahmsweise eine gute Fahrt von Stuttgart nach Rastatt. Also die Fahrt ist meistens gut, aber die Verkehrslage weniger. Ne? Das kennen alle, die diese Strecke pendeln. Aber egal, wir machen immer weiter. Und ich freue mich jetzt einfach darauf, heute wieder zwei Songs zu recorden und dem Album und dem Finale ein Stück näher zu kommen. Und ich bin mal gespannt, wenn dieser Vlog erscheinen wird, weil aktuell habe ich 6, 7, 8 Vlogs in der Pipeline, die noch nicht fertig recorded, aber noch nicht fertig geschnitten und editiert sind, weil ich einfach nicht zur Datenbereitstellung komme, weil so viel los ist. Also seid gesegnet, wir sehen uns im Studio. Jetzt denkt Dave wieder, der Simon ist durch, weil er führt Selbstgespräche, während er im Treppenhaus nach oben läuft. Aber mal gucken, ist er da? Wo ist mein Dave? Dave haut ab, Dave will nicht in den Vlog. Ja! Komm rein. Alles klar? Alles super, ey. Alles fit? Ja, hast du mega gut? Verrücktes Woche. Echt? Jetzt ist es gut. Gut geschlafen? Es geht weiter. Ja, es geht weiter. Weiter. Ah, endlich Yay. Wieder zu Hause. In meinem zweiten oder dritten Zuhause. Best Buddy, ich freue mich jetzt so auf die Zeit. Es geht wieder ab. Hört ihr das, Freunde? Nutze die Zeit. Nochmal Grüße an dich, Mika. Ist ein ganz junger Produzent. Ich weiß gar nicht, ob er Kontaktdaten hat, ne? Öffentlich so. Aber falls ja, werde ich das in die Beschreibung und oder in die Infokarte packen. Ja, ich glaube 18, 19 ist er. Gut, Mann. Mit 18, 19 waren wir noch nicht so weit. Also ich lange nicht, ne? was Produktion und Schreiben anging. Das hat bei mir viel länger gedauert, keine Ahnung. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, auf jeden Fall in den Sachen sind die Jugendlichen heute extrem weit. In anderen Bereichen nicht so, ne? Aber ich glaube, da gibt es auch keine Verallgemeinerung. Simons, Philosophiestunde am Dienstag früh. Dave, fangen wir an, oder? Ja, fangen wir an. Dave chillt am Handy. Arbeiten Sie halt. Das ist doch heute so, oder? Ja, ist ein nicer Beat. Schau mal, Freunde, ich werde immer wieder in meiner Story oder bezüglich meiner Stories auf Instagram werde ich immer wieder auf mein Müsli angesprochen. Und ey, Alter, ich habe das sogar hier mit am Start. Ihr seht hier. Alter, das gibt dir Power. Also, das bringe ich irgendwann noch auf den Markt. Wir legen jetzt gleich los mit den Recordings und ganz wichtig, was ich an der Stelle nochmal weitergeben möchte. Wir beten davor, vor den Recordings, wir beten vor Auftritten.
dass das, was wir tun, gesegnet ist. Dass das, was wir tun, was wir machen, dass da eine Salbung drauf liegt. Dass die Texte, die geschrieben wurden, der Beat, der produziert wurde, dass es die Herzen berührt, dass es die Menschen da draußen erreicht, dass es Leben verändert, dass es Menschen dazu bewegt, über ihren Schatten zu springen, offen zu sein für Neues, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. So, das ist Gospel Rap. Wir wollen darauf hinweisen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. John 3,16. Und dass eben niemand zum Vater kommt, denn durch ihn. Und diese Botschaft tragen wir mit dem Rap, mit Gospel Rap nach draußen. So, das ist meine Berufung, meine Aufgabe. Übrigens, falls du Christ bist, ja, und du fragst dich so, für was hat mich Gott berufen? Der Grundauftrag eines jeden Christen ist, geh nach draußen und rede von Gott. Beziehungsweise lebe mit Gott. Lebe mit dem Heiligen Geist, sei das Licht, sei das Salz dieser Erde und lass dein Leben eine Predigt sein. Lass dein Leben ein Zeugnis sein. Yo, und wir beten jetzt und ich glaube wirklich, dass Gott da einfach immer nochmal anders dieses Ding toucht und dass es euch da draußen berührt. Und ich bin mir sicher, ihr spürt da auch die Salbung dahinter und die Leidenschaft und alles. Okay, jetzt geht's ab. Nutze die Zeit. Erstes Recording. Eigentlich war ich gerade bei Nutze die Zeit am Einrappen, ne? Hab die Parts eingerappt. Sprich Main Vocal und zwei, dreimal. Jetzt haben wir die Dinger übereinander gelegt und es hört sich so krass an und da entsteht jetzt gerade so ein Vibe ohne Effekte etc. Einfach nur durchs Doublen und dadurch, dass halt die Spuren bzw. die Worte sehr tight übereinander liegen, kontinuierlich, also konsequent den Part über durch. Auf jeden Fall, wir werden das bei dem Track so machen. Also wir werden da jetzt nicht nur die Reime doublen, sondern bei dem Song Nutze die Zeit lassen wir den kompletten Part gedoubled. Ja, mal gucken, wie das Ganze dann wirkt und was auch Emro dann im Mixing noch dazu meint. Ich bin gespannt. Probieren wir jetzt mal aus. Der Vibe ist krass. Ich freue mich, euch dann diesen Song zu präsentieren. Wahrscheinlich im Oktober. Reime und bleibe, Vorbildfunktion. Time und grinde, fort mit Illusion. Optimist wie in Frisco 99er. Baller-Hits wie Cisco, doch Gospel-Headliner. Man hat mich noch nicht auf dem Schirm, noch nicht auf dem Schirm. Doch auch beim Twister denkt man vorher, da wär keiner. Rolle durch das Land. Daimler-Freightliner. Es lappelt rum zu heulen, zu beschweren, nix zu verändern. Rocket baue Säulen, wie die Stärke und Stand verändern. Handel macht die Pflicht zur Freude, macht die Pflicht zur Freude. Yo. Macht die Pflicht zur Freude, macht die Pflicht zur Freude. Wir gehen jetzt essen. Macht die Pflicht zur Freude, macht die Pflicht. Pause, erste Song im Kasten. Macht die Pflicht zur Freude. Bin schon wieder halb durch, aber egal, jetzt wird gefootet. So, wir gehen jetzt gleich zum Recording des zweiten Songs über. Zum Song Dawn High. Wir waren noch essen, bis vor 20 Minuten. Ich habe mich da nochmal hingelegt. 15 Minuten Power genappt, weil ich richtig durch war nach dem Essen-Song. Aktuell ist es echt krass so. Ich weiß nicht warum, aber das Recording schlaucht mich übelst. Und jetzt macht Dave noch lecker Kaffee. Gutes Käffchen. Den trinken wir und dann geht's weiter. Yo! Und dann kommt der zweite Song für heute und dann fahre ich auch wieder nach Stuttgart. Und dann geht es heute Abend noch mit meiner Lady ins Gym. Ja, wir haben jetzt den zweiten Song im Kasten, so gut wie Dawn High. Und haben jetzt noch ein paar Aufnahmen für euch. Aufnahmen, während ich rappe, könnt ihr ein bisschen zuschauen. Und der Yannick wird das Ganze dann ein bisschen so im Zeitraffer einfangen. Yannick, das war eine Arbeitsanweisung. Nope. Bisschen posen. Hier für YouTube. Bisschen meinen mega krassen Bizeps und Trizeps zeigen, der eigentlich viel zu klein ist. Aber wisst ihr was, das juckt mich. Wipe, wo bist du? Wipe, wo bist du?
Why? Okay. Menschen, die Gott lieben, mit dem Ende selbst verdienen. Yeah. Immer weiter Rapper, gerne in der Cypher. Himmelsleiter mit der Gun unerreichbar. Klingelt euch Fahrer die Leiter. Fake, fake. Push, push und mache weiter. Über den Dingen wie Paragleiter. Übertriebene Halter. Freunde, ich hoffe, wir hoffen, es hat euch wieder mal Spaß bereitet. Wie sehe ich eigentlich aus? Ey? Guck mal, wie ich aussehe, Digga. Sieht gut aus. Es ist eine Woche her, dass ich bei Ferro war. Bei meinem Kumpel und trotzdem schon wieder. Das sieht gut aus. Freunde, wir hoffen, ihr hattet wieder mal Spaß, uns bei dem Vlog und bei dem Wachsen des Albums zu begleiten. Abonniert die Glocke, drückt die Glocke, abonniert, kommentiert, teilt, liked, eskaliert, philosophiert in den Kommentaren. Haut rein. David Lutschau, meine Wenigkeit Simon S. Wir hatten wieder mal viel Spaß und wir hoffen, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Nicht falls wieder nach Stuttgart, Stucki Bucki, Porsche Town. Yeah. Und in was subscribe, für einer Karte? Subscribe. Subscribe. Ja, hab ich das abonniert? Doch, abonniert habe ich gesagt. Also, ich kann Deutsch. Alles gut. Ja. Also, ciao Leute. Ah, ich zeige euch jetzt noch den Golf 3. Seht ihr hier? Ich fahre ihn immer noch. Golf 3, Baby. Egal in welcher Situation du steckst, mach die Pflicht zur Freude.